Ich zeige euch jetzt ein paar Bewegungen am Boden, Seitenwechsel, wie man das initiiert, wo man das, dass ein Arm, eine Schulter den Rest vom Unterkörper mitnimmt, beziehungsweise das Knie, die Hüften und die Schultern mitnehmen. Im ersten, was wir beginnen, ist das Buch. Dafür liegt ihr auf einer Seite zusammengekaut. Und die erste Bewegung ist, dass du den Arm öffnest und wieder schließt. Einfach nur hebst und schließt. Und das gleiche mit dem Bein. Heben, dann zusammen. Und du öffnest so weit, dass du dich locker machen kannst und die Seite wechselst. Du hebst und wechselst. Das Ganze von der Seite betrachtet. Ich mache mich rund im Rücken, damit der Kopf nicht aufliegt. Ich hebe und es wechselt nicht. Es wechselt die Seite. Brauche ich nicht abzustützen. Es ist also nicht so, dass ich hier drücke, um mich abzustützen, um die Seite zu wechseln, sondern ich öffne und es dreht von allein. Das ist die erste Bewegung. Die nächste Bewegung ist, dass ich das Bein und den Arm mitnehme, um das Ganze zu initiieren. Ich strecke ein Bein, um es zu heben in den Fuß. Das zieht mich rüber. Wenn ich den Boden berühre, knicke ich das Bein ein. Ich strecke das andere Bein, hebe es in den Fuß, es berührt und ich ziehe mich zusammen. Das gleiche mit dem Arm dabei. Strecke den Arm und Bein, es zieht mich rüber. Strecke. Okay. Der nächste Teil von diesem Wechselworkshop ist, dass ich hier locker bin, die Füße nicht übereinander, dass ich hier locker sein kann. Die Beine sind rangezogen, die Schulter. Und wir machen nur die Schulter. Ihr zieht die Hand über den Boden. Ihr seid auch Boden. Lässt es fallen, fallen und so ist. Du versuchst es so wenig wie möglich zu verspannen. Du bleibst einfach nur in dieser Rotation. Das Ganze kannst du auch andersrum machen. Ziehst. Ziehst. So, jetzt ist die nächste Bewegung. Ist, dass mein Arm zieht, die Schulter, das Bein und ich wechsle die Seite und lasse den Arm rotieren. Der Arm nimmt die Schulter mit, das Bein, Arm. Wechselt Schulter, Hüfte, Knie, Knie, Hüfte, Arm. Arm, Schulter, Hüfte, Knie, anderes Knie, Hüfte, Schulter, Arm. In die Streckung. Streckung, eine Drehung, eine Drehung. Das nächste Schritt wird sein, in die Streckung zum Sitzen. Viel Spaß beim Rekeln.